Es ist Antwort B. Das kalte Wasser bildet eine glatte Eisoberfläche, das heiße eine wellige. Heißes Wasser kühlt schneller ab als kaltes. Dieses erstaunliche Phänomen wird auch Mpemba-Effekt genannt. In heißem Wasser dampft das besonders heiße Wasser oben an der Oberfläche ab, sodass sich das verbleibende Volumen verringert und somit schneller abkühlt. Kaltes Wasser könnte auch mehr gelöste Gase enthalten, die seinen Gefrierpunkt senken. In heißem Wasser bilden sich außerdem Konvektionszellen, sodass zum Beispiel Wasser in der Mitte des Bechers aufsteigt, oben zum Rand strömt und dort wieder zum Becherboden absinkt. Dieser ungleichmäßige Wärmetransport sorgt dafür, dass das heiße Wasser an seiner Oberfläche auch ungleichmäßig gefriert und das Eis ein welliges Muster bildet, während das kalte Wasser gleichmäßig gefriert und eine glatte Eisoberfläche bildet. Solche erstaunlichen Effekte spielen auch in den Klimazyklen der Erde eine wichtige Rolle.